Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Beim Absturz eines russischen Verkehrsflugzeuges sind heute Morgen in Sibirien alle 120 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Unter den Opfern sind auch 9 Deutsche. Die Maschine war auf dem Weg von Irkutsk nach Moskau, als kurz nach dem Start ein Triebwerk ausfiel. Wenige Minuten danach schlug das Flugzeug auf dem Boden auf. Es war ein Flugzeug dieses Typs Tu-154, das heute bei Irkutsk verunglückte. Bislang galt dieses Flugzeug als eines der sichersten russischen Passagierflugzeuge überhaupt. Hier auf dem Flughafen Domodedowo sollte es heute Mittag landen, doch die Angehörigen warteten vergebens. Auf der Anzeigetafel erschien der Flug Nummer 130 aus Irkutsk in roter Schrift, ein Hinweis, dass etwas passiert war. Was, schilderte eine Regierungssprecherin. 30 Kilometer nach dem Start gab der Pilot den Notruf, dass ein Triebwerk ausgefallen sei und er zum Flughafen Irkutsk zurückkehren werde. Kurz darauf teilte er mit, dass alle 3 Triebwerke brennen und er jede Kontrolle über das Flugzeug verloren habe. Kurze Zeit später verschwand die Tu-154 von den Bildschirmen des Irkutsker Towers. Das Flugzeug ist in der Luft explodiert. Alle 120 Insassen sind ums Leben gekommen. Das Flugzeug stürzte 11 Kilometer von Irkutsk auf unbewohntes Gelände. Weitere Einzelheiten sind bis zur Stunde nicht bekannt. Von der Unglücksstelle selbst gibt es noch keinerlei Bilder. Man will damit offenbar warten, bis die Moskauer Untersuchungskommission am Unglücksort eingetroffen ist. Bekannt jedoch sind inzwischen die Namen der deutschen Opfer. Nach Auskunft der deutschen Botschaft in Moskau handelt es sich dabei um eine Touristengruppe, die offenbar das Neujahrsfest am Baikalsee in Sibirien verbrachte. Seit Jahren eines der beliebtesten Ziele deutscher und anderer ausländischer Touristen in Russland. Die Wirtschaft in den neuen Bundesländern wird nach Einschätzung der Treuhandpräsidentin Breuel in diesem Jahr die Talsohle überwinden. Bei der Veröffentlichung der Jahresbilanz 1993 sagte sie heute in Berlin, dazu sei aber die weitere Unterstützung aus dem Westen notwendig. Die Unternehmensbörse der Treuhand bietet die letzten Restposten an. Es sind nur noch 266 Firmen mit zusammen weniger als 100.000 Beschäftigten. Es gibt eine Menge Branchen, die jetzt eigentlich leer sind. Ganze Branchen sind schon ausverkauft und 73 Unternehmen will die Treuhand noch in Management-KGs sanieren. Doch den Großteil der anderen Firmen will Treuhandchefin Birgit Breuel in diesem Jahr privatisieren. Und dabei kann sie sich über die Bezeichnung Ladenhüter so richtig ärgern. Wir verhandeln über alle Firmen, die wir noch im Portfolio haben. Und einige Verhandlungen ziehen sich länger hin. Das Thema Laubach ist ein klassisches Beispiel dafür. Oder auch DWA. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann wir welchen Abschluss erreicht haben werden. Aber ich sehe nicht, wie sich jemand zutrauen kann, bei DWA oder FEAG oder Laubach vom Ladenhüter zu sprechen. Das sind exzellente Firmen, die sich im Markt behaupten können. Die Treuhand hat vieles abgewickelt, jetzt wickelt sie sich selbst ab. Von 4.000 Mitarbeitern werden bis Jahresende noch 2.800 übrig sein. Mehrere privatwirtschaftlich verfasste Gesellschaften sollen dann die Restaufgaben wie Vertragskontrolle oder Altlastensanierung übernehmen. Und was wird Birgit Breuel dann machen? Nach dem 31.12. dieses Jahres will ich nach Hause gehen und ein bisschen meine Ruhe haben. Ich finde, dieses ist auch etwas, was man mir zugestehen sollte, weil man nach dieser Zeit das wirklich braucht. Die Treuhand hat ihre Aufgabe nahezu erledigt, aber sie wird 275 Milliarden Mark an Schulden hinterlassen. Im letzten Treuhandjahr wird es wohl ruhiger zugehen. Die Skandale und Misserfolge der Vergangenheit sollen in Bonn im Untersuchungsausschuss aufgearbeitet werden. Falls die Zeit bis zu den Wahlen dafür reicht. In den Bonner Streit um den sogenannten Lauschangriff kommt Bewegung. Bundesinnenminister Kanter legte heute einen Kompromissvorschlag vor, um dem Koalitionspartner FDP entgegenzukommen. Danach würde das Abhören von Wohnungen nur bei sehr wenigen schweren Straftaten möglich sein. In der Regel soll dies ein Richter anordnen, nur in Eilfällen ein Staatsanwalt. Auch sollen Betroffene im Nachhinein informiert werden. Beiläufig erfasste Daten, die sich auf andere Delikte beziehen, sollen nicht verwertet werden dürfen. Die FDP-Zentrale zeigte sich zunächst abwartend. Kanter, so hieß es, solle seine Vorschläge im Kabinett vorlegen. Die SPD begrüßte den Vorstoß als gute Gesprächsgrundlage. Bei einer Schießerei zwischen verfeindeten somalischen Clans in der Nähe des deutschen Stützpunktes in Beledweyne sind mindestens 6 Menschen getötet worden. 9 wurden verletzt.
Zwei der Verletzten wurden im deutschen Feldlazarett behandelt. Die Bundeswehr war nicht in die Kämpfe verwickelt. Der Abzug der deutschen Blauhelme aus Somalia soll nach offiziellen Angaben trotz des Zwischenfalls nicht beschleunigt werden. Ihre Rückkehr wird aber möglicherweise durch zusätzliche Soldaten abgesichert. In Südmexiko sind nach inoffiziellen Angaben bei den Kämpfen zwischen aufständischen Indios und der Armee mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Am Wochenende hatten die Rebellen in mehreren Städten Regierungsgebäude gestürmt. In Südmexiko herrscht nach heftigen Gefechten gestern jetzt gespannte Ruhe. Noch halten bewaffnete Indios zwei Dörfer besetzt. Militär patrouilliert in der Bergregion und kontrolliert wieder vier Orte. Bei einem Angriff gestern auf eine Kaserne bei San Cristobal de las Casas wurden 24 Rebellen und 6 Soldaten getötet. Eine bisher fast völlig unbekannte Guerillagruppe, Emiliano Zapata, benannt nach einem Freiheitskämpfer der mexikanischen Revolution, hatte in den ersten Minuten des neuen Jahres Rathäuser in 6 Städten besetzt und Polizeistationen angegriffen. Mit diesen Unruhen wurde Mexiko jäh aus seinen schönen Träumen gerissen, mit Beginn des neuen Jahres zur weltgrößten Freihandelszone zu gehören. Die indianische Urbevölkerung erwartet durch das NAFTA-Abkommen mit USA und Kanada nur noch größere Benachteiligung für sich. Für die unter Hunger, Armut und Unterdrückung leidende Indio-Bevölkerung bedeutet NAFTA das Todesurteil, sagte ein Sprecher der Aufständischen. Der Regierung in Mexiko-Stadt werfen sie Völkermord an den Indios vor. Mexiko hat mit etwa 12 Millionen Indios in 56 verschiedenen Volksgruppen die größte Urbevölkerung Lateinamerikas. Hier in Chiapas, im ärmsten Bundesstaat des Landes, leben die meisten Indios von Mexiko. Hier stellen sie 3/4 der Bevölkerung. Sie sprechen ihre eigenen Sprachen. Gegen ihre trostlose Situation protestierten sie schon mehrfach friedlich, weil sie ausgebeutet und von ihrem Land vertrieben werden. Denn das Sagen haben die Reichen und die seit 60 Jahren allein herrschende Regierungspartei. Der Aufstand ist eine Anklage gegen Armut und Unterdrückung. Die Verhandlungen zwischen Israel und der PLO über die geplante Selbstverwaltung der Palästinenser im Gazastreifen und in Jericho gestalten sich weiter schwierig. Ursprünglich sollten die Gespräche heute, spätestens aber morgen, im ägyptischen Badeort Taba fortgesetzt werden. Doch die Regierung in Jerusalem zögert. Grund ist der verschärfte Streit um ein vorige Woche in Kairo erarbeitetes Papier. Darin enthalten sind Vorschläge zur Kontrolle an den Grenzen der künftigen Autonomiegebiete und zum israelischen Truppenabzug. Während Israel das Papier als verbindliche Übereinkunft und Grundlage für die Fortführung der Verhandlungen betrachtet, spricht die PLO von einem Entwurf und verlangt weitere Nachbesserungen. Die schweren Kämpfe in der afghanischen Hauptstadt Kabul haben jetzt auch auf den Norden des Landes übergegriffen. Truppen des Präsidenten Rabbani sollen dort Stützpunkte des Milizenchefs Dostam angegriffen haben, der sich mit anderen Mujahedin-Führern gegen Rabbani verbündet hat. In Kabul beschossen sich beide Seiten auch heute wieder mit Artillerie. Der Machtkampf zwischen den verfeindeten Milizen war vor 3 Tagen nach mehreren Monaten relativer Ruhe wieder aufgeflammt. Bei Angriffen serbischer Truppen auf Sarajevo sind heute 4 Menschen getötet und mehr als 30 verletzt worden, unter ihnen auch 5 Kinder. Bis zum Mittag war es in der bosnischen Hauptstadt noch relativ ruhig. Eine Atempause, die von der Bevölkerung für Besorgungen genutzt wurde. Seit 2 Stunden trägt dieser Mann sein Kind quer durch Sarajevo. Die Kleine hat sich den Arm gebrochen. 6 Kilometer weit ist der Weg von der Wohnung ins Krankenhaus, 6 Kilometer auch wieder zurück. Der Stadt scheint eine Atempause gegönnt zu sein. Reges Leben im Zentrum. Jeder hat etwas zu organisieren, zu erledigen. Am meisten fürchten heute die Menschen das Glatteis. Man kann sich aber nicht immer verkriechen, sagen die Menschen. Ich habe keine Angst mehr, sagt dieser Mann. Ich habe ein 8-jähriges Kind und ich muss etwas zum Essen auftreiben und es nach Hause bringen. Seit 6 Monaten marschieren die beiden Männer 10 Kilometer weit täglich zu ihrem Arbeitsplatz. Angst haben wir keine. Wir brauchen doch die 3 Mark Lohn, die wir im Monat bekommen. Und für einen solch kargen Lohn riskieren 10.000 täglich ihr Leben. Voller Optimismus wird die Oberleitung der Straßenbahn geflickt. Seit Mai 1992 fahren keine öffentlichen Verkehrsmittel. Doch was nutzt eine intakte Oberleitung, wenn es keinen Strom in der Stadt gibt? Plötzlich schlagen am Nachmittag in der Stadtmitte Granaten ein. Die serbischen Belagerer haben sich wieder blutig in Erinnerung gebracht. Die Taktik der Serben ist klar. Erst wiegen sie die Bevölkerung in einer Art Normalität. Dann schlagen sie zu, feuern von den Hügeln herunter auf die belebten Straßen und Plätze. Die Verwundeten zählt schon keine mehr. Und an Toten sind in Sarajevo seit Beginn des Krieges vor 21 Monaten über 50.000 zu beklagen.
die Affäre um radioaktive Experimente während und nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA weitet sich aus. Die Menschenversuche wurden von der US-Energieministerin O'Leary enthüllt. Die spontane Reaktion der zuständigen Energieministerin war Schock und Entsetzen über das, was sie in den Archiven ihres Hauses gefunden hatte. Strahlenexperimente an unwissenden Menschen. Im atomaren Rüstungswettlauf des Kalten Krieges waren Amerikas Forscher genauso rücksichtslos, wie sie es ihrem Gegner im Osten unterstellten. Soldaten wurden bei Atomversuchen bewusst radioaktiver Strahlung ausgesetzt. An vielen Universitäten experimentierten die Ärzte an Zivilisten. Sogar Frauen und Kindern wurde Plutonium gespritzt, um die Wirkung der radioaktiven Strahlung auf den menschlichen Körper zu erforschen. Twain Sexton starb mit 6 Jahren an Leukämie, ein Jahr, nachdem ihm hohe Dosen strahlende Substanzen eingegeben wurden. Thomas Cochran wurde vor 30 Jahren ohne sein Wissen Plutonium gespritzt. Damals bekam er $100 für die Teilnahme an dem Versuch. Jetzt wartet er den Rest seines Lebens auf Krebs. Und der Skandal weitet sich aus. Sogar mit den Veteranen in den Militärkrankenhäusern wurde ohne deren Wissen Versuche unternommen. Über 1000 Fälle sind bisher bekannt. Amerikas Öffentlichkeit ist schockiert. Man vergleicht hier diese Versuche mit den Untaten der Nazis in den Konzentrationslagern. Bill Clinton hat für heute Experten ins Weiße Haus beordert. Er fordert schonungslose Aufdeckung aller Fälle und die Prüfung von Schadensersatzansprüchen. Welchen Umfang dieser Skandal noch annehmen wird, ist heute aber noch gar nicht abzuschätzen. Polen erwartet nach den Worten von Außenminister Olechowski eine klare und sichere Perspektive für eine Mitgliedschaft in der NATO. In Bonn sagte Olechowski nach einem Treffen mit seinem Amtskollegen Kinkel, Polen wolle nicht wieder, wie so oft in der Vergangenheit, in einer Grauzone leben. Kinkel versicherte, Deutschland werde sich beim kommenden NATO-Gipfel zum Anwalt Polens machen. Wegen der russischen Bedenken müsse allerdings an diese Frage vorsichtig herangegangen werden. Neuer Präsident des Bundesarbeitsgerichtes wird der 59-jährige Thomas Dieterich. Er löst am 1. Februar Otto Kissel ab, der nach 13 Amtsjahren in den Ruhestand geht. Dieterich war bereits zwischen 1972 und 1987 am BAG. Derzeit ist er Richter am Bundesverfassungsgericht. Die Gewerkschaft der Polizei sieht in schärferen Gesetzen gegen Schaulustige bei Katastrophen und Unfällen keinen Sinn. Ihr Vorsitzender Lutz sagte im Saarländischen Rundfunk, bereits jetzt könne mit Platzverweisen und Bußgeldern gegen sogenannte Gaffer vorgegangen werden. Wegen der Behinderung von Rettungsarbeiten beim Hochwasser waren kürzlich Rufe nach verschärften Gesetzen laut geworden. Im südostaustralischen Bundesstaat New South Wales stehen weite Teile von Wald und Busch in Flammen. Mehr als 2000 Feuerwehrleute sind im Einsatz, um die durch starke Westwinde und Temperaturen um 40 Grad immer wieder neu entfachten Brände zu bekämpfen. In der besonders betroffenen Region um die Stadt Newcastle wurden zahlreiche Häuser ein Opfer der Flammen. Mehrere Vororte mussten evakuiert werden. Ein Mann erlag vor Aufregung einem Herzinfarkt. Als Ursache vieler Brände vermuten die Behörden Brandstiftung. Nach den gescheiterten Gesprächen mit Hans-Peter Briegel hat der 1. FC Nürnberg jetzt Rainer Zobel als Trainer verpflichtet. Der 45-jährige Fußballlehrer, der früher für Bayern München spielte und im vergangenen Jahr noch den 1. FC Kaiserslautern trainierte, bekam einen Vertrag für diese und die nächste Saison. Voraussetzung ist allerdings, dass die Nürnberger nicht absteigen. Zobels Vorgänger Dieter Renner wurde Manager des Clubs. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 4. Januar. Ein lockeres Wolkenfeld bewegte sich heute über Deutschland. Schnee gab's nur noch östlich der Elbe. Ab jetzt ist Tauwetter angesagt. Von Frankreich aus kamen Regenwolken. Sie überqueren zur Stunde Westdeutschland. Am Morgen im Osten angekommen, hält der Regen dort am Vormittag noch an. Später lockert wie im übrigen Gebiet die Wolkendecke auf, aber immer wieder setzen Schauer ein. Die Temperaturen der Nacht im Nordosten bei 2, sonst 3 bis 8 Grad. Am Tag 5 bis 10 Grad. Es weht ein frischer, stark böiger Wind aus Süd bis Südwest. Die Aussichten bis Freitag. Es bleibt regnerisch bei milden Temperaturen. Die Schneefallgrenze liegt bei 1000 Metern.